Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Tutorials für Anfänger. Und heute schauen wir uns mal an, wie wir ganz einfach PDF-Dateien in Excel einbetten können und was es dabei zu beachten gibt, damit es auch schön aussieht. Zusätzlich schauen wir uns am Ende nochmal ganz kurz an, wie dies auch mit PowerPoint-Dateien möglich ist. Könnt es theoretisch auch mit Word-Dateien machen, also diese auch einfach einfügen kann. Dann würde ich sagen, wir legen auch sofort los. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir wollen Kostenvoranschlag von einem Dachdecker hier bei uns aus der Stadt haben. Wir haben uns hier die folgenden drei schon angefragt, haben uns hier auch schon eine Rubrik für Notizen gemacht. Und um die Übersicht zu behalten, können wir jetzt hier die PDF-Dateien der jeweiligen Kostenvoranschläge einfügen. Wie machen wir das? Wir gehen hier auf den Reiter Einfügen, gehen ganz nach rechts, wo dieses A steht mit dem Text, klicken dort einmal drauf und hier können wir über Objekt ein weiteres Fenster öffnen. Und hier sehen wir jetzt auch schon sofort, okay, wir haben jetzt hier verschiedene Dateitypen, die wir auswählen können. Das ist die erste Möglichkeit, dass wir hier auswählen, Adobe Acrobat Document, also ihr braucht einen PDF-Reader. In meinem Fall ist das dieser Adobe Acrobat Reader. Ich drücke hier auf OK. Und wähle jetzt hier mein Dachdecker Müller aus. Sag OK. Und kriege hier eine Vorschau von diesem PDF-Dokument. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Normalerweise steht natürlich jetzt hier der Kostenvoranschlag drauf. Ich schließe das Ganze. Und ich habe hier mein PDF-Dokument jetzt in meinem Excel-Sheet drin. Hier passe ich jetzt schön die Größe an. Und genau, kann es jetzt hier hinzufügen. Das war die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir jetzt nicht die erste Seite von dem Deckblatt sehen möchten, sondern uns hier einfach so ein Icon angezeigt haben möchten. Dann können wir das genauso machen. Ich gehe jetzt hier nochmal den gleichen Weg und wähle jetzt hier als Symbol aus. Das heißt, dann sähe das Ganze jetzt so aus. Hier steht hier PDF, hier steht Adobe Acrobat Document. Das Problem ist natürlich, okay, wir können es jetzt in gewisser Weise zuordnen. Schöner wäre es aber, wenn hier noch anstatt der Name von Adobe stehen würde, sondern was befindet sich in diesem Dokument. Dafür klicke ich hier einfach auf Symbol ändern und kann jetzt hier den Namen auch verändern. Ich nenne es jetzt einfach mal KV, also Kostenvoranschlag, Peter. Drücke auf OK, drücke nochmal auf OK und wähle hier jetzt Dachdecker Peters aus. Klicke hier wieder das Bild, kann es hier jetzt schön anpassen und mir hinsetzen, wie ich es möchte. Bei beiden ist es immer so, ich mache einfach einen Doppelklick drauf und hier öffnet sich das Fenster und ich bin direkt bei der PDF-Datei. Ich lösche das Ganze nochmal, um euch noch einen weiteren Weg zu zeigen. Geht wieder hier drüber und ihr könnt auch hier direkt sagen, aus Datei erstellen. Sprich, ihr könnt hier wieder auswählen als Symbol oder nicht oder verknüpfen. Das hieß, es wird dann über einen Link an den jeweiligen Speicherort verknüpft. Sowas ist natürlich praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel PowerPoints habe, wie es am Ende sein wird, und ich verändere diese, dann wird sich durch die Verknüpfung auch die Datei verändern. Beim PDF-Dokument verändert sich nicht viel, deswegen ist das in dem Fall zu vernachlässigen. Aber um es euch nochmal, damit ihr es nochmal gesehen habt, kann ich es auch hier drüber machen. Sagt Dachdecker Peters, sage jetzt hier entweder als Symbol. In dem Fall würde dann auch direkt Dachdecker Peters hier stehen. Oder wenn ich das jetzt nicht anklicke, wäre wieder die erste Seite da. So, ich mache es einfach mal. Dann haben wir es hier jetzt schön. Schön angeordnet.
Wenn ich jetzt im Nachhinein noch sagen wollte, oh, okay, mir gefällt der Text jetzt nicht mehr, der hier drauf steht, könnte ich einen Rechtsklick machen, könnte jetzt hier auf Konvertieren gehen. Dann öffnet sich das Feld und dann könnte ich hier auf Symbol ändern gehen und könnte hier nachträglich den Namen nochmal verändern, ohne die komplette Datei rauszulöschen und wieder neu einzubetten. So, jetzt gibt es natürlich aber auch den Fall, dass ich sage, okay, die erste Seite gefällt mir nicht und dieses Bild vom PDF gefällt mir auch nicht. Ich möchte jetzt zum Beispiel hier ein Bild von dem Haus haben oder von dem Auto oder es in Rubriken einteilen, dass ich zum Beispiel sage, okay, alles, was jetzt mit meiner Firma zu tun hat, mache ich jetzt mein Firmenlogo rein und alles, was privat ist, mache ich jetzt, ja, weiß ich nicht, irgendwas, ein Freizeitbild rein. Das geht auch. Dafür geht ihr hier einfach auf Illustration, geht hier auf Bild, könnt jetzt hier einfach von diesem Gerät ein Bild wählen. Ich sage jetzt mal, als Beispiel habe ich jetzt hier auch mal so ein Haus. Passt das wieder an. Jetzt haben wir natürlich das Problem, okay, hier steht ja gar nichts bei. Und da wir da noch was hinzufügen wollen, öffnet sich immer, wenn wir ein Bild anklicken, dieses Bildformat, diesen Reiter für Bildformat. Hier klicke ich auf Bildlayout, wähle das dritte von oben aus. Das ist die Bildbeschriftungsliste. Wenn ich draufklicke, kann ich hier jetzt hier einen schönen Text eingeben. Ich sage jetzt mal, ja, Haus 1 und habe das Ganze zugeordnet. Kann die Größe wieder schön anpassen, wie ich lustig bin. Jetzt ist natürlich das Problem, wir machen Doppelklick, nichts passiert, weil wir noch keine Verlinkung haben. Um das zu ändern, klicken wir hier jetzt einfach auf Link, wählen jetzt hier unser Ort aus, muss ich mal kurz gucken. Oh, ich habe ja ein bisschen Chaos. Muss ich mal gucken. Das war, glaube ich, auf dem Desktop. Genau. Dann kann ich jetzt hier Kostenvoranschlag auswählen und sage jetzt einfach mal, ja, es war, hier habe ich durch einen Fehler gemacht. Kostenvoranschlag Schmidt war mit Müller verlinkt, aber ich füge den jetzt einfach mal hinzu. Also jetzt nicht wundern, dass da gleich der falsche Text steht. Aber wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, öffnet sich hier wieder mein Kostenvoranschlag. Wie gesagt, ich habe den falschen, die Datei falsch benannt. Das wäre hier jetzt eigentlich Müller, aber hier sollte jetzt eigentlich Schmidt stehen. Aber ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Gut, so funktioniert das Ganze. Diese Variante hat noch einen Vorteil. Und zwar, wenn ich jetzt diese PDFs verschicken möchte, hat es die Schwierigkeit, dass diese Verknüpfung auf den Laptop ist. Wenn ich jetzt natürlich das verschicke, geht die Verknüpfung verloren und andere Leute können diese PDF nicht öffnen. Wenn ich jetzt aber natürlich auf irgendeine Webseite verlinke oder diese Dateien auf SharePoint oder so abgelegt habe, wo die anderen auch Zugriff haben, könnten diese dann auch auf die PDF zugreifen. Eine Sache noch, die ich kurz sagen möchte zu den PDFs oder mehr zur Anordnung, um das schön zu gestalten, ist, ich habe jetzt das Problem, dass wenn ich jetzt hier die Spaltengröße verändere oder die Zellen an sich verändert, verschiebt sich hier auch die Formatierung, also die Bilder, also unsere PDF-Dateien bleiben jetzt nicht dort, wo sie sein sollen. Also sie sind jetzt nicht an die Zelle gekoppelt, was nicht so cool ist. Das können wir aber leicht ändern, indem wir auf Objekt formatieren gehen, auf Eigenschaften und jetzt wählen wir das oberste aus von Zellposition und Größe abhängig. Ich wähle jetzt mal OK aus. Und ich lasse diese
Spalte hier jetzt einfach mal verschwinden, verstecke die. Und jetzt sieht man, okay, unsere erste Datei ist an die Zelle gekoppelt, verschwindet auch, die anderen beiden noch nicht. Bei der zweiten machen wir das genauso wie bei der ersten, also Objekt formatieren, Eigenschaften von Zellposition und Größe abhängig. Und bei der dritten ist es ein bisschen anders, weil es hier, oh, jetzt habe ich es wieder geöffnet, aus Versehen, die Bilddatei ist, gehen wir auch, Objekt formatieren, allerdings erscheint uns hier ein anderes ja, Menü, das ist bei Bildern so. Dann geht ihr hier ganz rechts auf dieses Koordinatensystem und habt hier Eigenschaften und könnt es hier auswählen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und ihr seht, das hat jetzt für alle funktioniert. Gut, so viel zur PDF. Ich habe euch aber ja auch versprochen, ganz, ganz kurz nochmal darauf einzugehen, wie man PowerPoints auch hinzufügen könnte. Ist im Prinzip absolut der gleiche Vorgang. Ihr geht hier wieder auf Einfügen. Ihr geht hier auf Objekt. Geht jetzt aus Datei erstellen im besten Fall. Hier könntet ihr theoretisch noch eine neue PowerPoint öffnen und dann in Excel bearbeiten. Ist aber eher umständlich. Also ich würde eher ein PowerPoint, eure PowerPoint erstellen. Dann diese suchen. Ich gucke jetzt, habe hier mal diese Tutorials für Anfänger. Auf Einfügen gehen, könntet ihr jetzt wieder auswählen, okay, ich möchte nur ein Symbol. Oder ich, wenn ihr es nicht anklickt, habt ihr jetzt, wie ihr gleich sehen werdet, dieses Deckblatt. Oder ihr könnt es verknüpfen, was hier Sinn machen wird, weil wenn ihr jetzt irgendwas in der PowerPoint verändern wird, wird sich das auch in der hier in Excel verändern. Lassen wir jetzt mal so, drücken auf OK. Die PowerPoint erscheint. Ich passe die hier wieder an. Kann jetzt natürlich gucken, ja, für wen die relevant ist. Wird jetzt wieder über Formatierung das an die Zelle anpassen. Machen wir auch mal kurz. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, wird sich die PowerPoint öffnen. So, soweit so gut. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen und ihr wisst jetzt, wie ihr das Ganze via PDFs einfügt und das Ganze auch richtig darstellt und mit der Zelle koppelt. Im nächsten Video, das wahrscheinlich in 2 Wochen rauskommt, werde ich ein bisschen darauf eingehen, wie man Inhalte von einer PDF direkt konvertiert. Also ich ziehe mir die Tabellen aus der PDF raus und verlinke nicht nur die ganze PDF, sondern ja, ziehe mir halt die Daten daraus. Das werden wir nächste oder bald uns anschauen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Das bringt mir immer sehr viel Freude. Und ja, ich bin kurz, also was heißt kurz, ich bin jetzt bei 180 Abonnenten. Mein nächstes Ziel sind die 200 und ja, wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet, würde ich mich auch dabei sehr drüber freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage bis bald. Ciao!